Ramposa III. War der vorletzte König des Königreiches von Rhes Tees. Er war ein relativ guter König, der immer versucht hat, das Land zusammenzuhalten und Invasionen abzuwehren. Leider hatte allerdings schon das Königreich in einen extrem schlechten Zustand hinterlassen bekommen, wo Kriminalität schon Überhand genommen hatte, die Lebensqualität extrem stark sank und die Adligen waren schon blind vor Gier und wollten ihn nur schwächen. Trotz alledem hatte er es irgendwie geschafft, dass Rhes Tees sich nicht völlig selbst zerstörte. Auch wenn es keine riesigen Erfolge unter seiner Herrschaft gab, gab es auch keine wirklich großen Verluste. Im Laufe seiner Herrschaft hat er viel erreicht und auch viel erlebt. Unter anderem stand er mal selbst auf dem Schlachtfeld, wo er sich allerdings einer Verletzung am Bein zugezogen hat, weswegen er einen Gehstock in Form eines Zepters nutzen muss. Er ist der festen Überzeugung, dass diejenigen, die Macht haben, auch die Schwächeren schützen müssen. Vorausgesetzt, es handelt sich hierbei um Untertanen und oder Verbündete. Aber er ist nicht nur König, sondern auch Vater. Er hat insgesamt 5 Kinder. Barbro, Sanak, Renair und auch 2 weitere Töchter. Er versucht immer, alle gleich zu behandeln und darüber hinaus versucht auch alle zu durchschauen. Er weiß zum Beispiel, dass seine beiden Söhne um den Thron kämpfen und versucht deswegen beiden die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Obwohl Ramposa eigentlich schon längst einen festen Nachfolger ernennen sollte, blieb er bis zum Schluss unentschlossen, weswegen er selbst noch weiter als König diente. Auch wenn er stets versucht, alle seine Kinder gleich zu behandeln, scheint er wohl seinen Favoriten in Renair gefunden zu haben, weswegen er sie nicht verheiraten lässt, für politische Beziehungen, wie es bei seinen anderen 2 Töchtern gemacht hat. Das ist so, da er weiß, dass sie in Klimp verliebt ist und wahrscheinlich mit jedem anderen sehr unglücklich wäre. Jedoch weiß Ramposa nichts von ihrer eigentlich so düsteren Seite. Ramposa hat Schwierigkeiten, die Balance zwischen seinen Pflichten als König und als Vater zu finden, weswegen er eine Seite davon immer etwas mehr bevorzugen muss als die andere. Trotz seines Alters von ungefähr 60 Jahren wird Ramposa als besonders charismatisch beschrieben, da er diverse mächtige Personen loyal zu ihm halten kann. Ein Beispiel dafür wäre sein guter Freund und Hauptmann, Gazev Stronov. Mit diesem pflegte er zumindest bis zu seinem Tod eine ausgesprochen gute und freundschaftliche Beziehung. Nach dessen Tod hat er natürlich versucht, ihn wiederzubeleben, leider ohne Erfolg. Ramposa fiel in eine wirklich tiefe und schwere Depression und hat angefangen, das Hexerkönigreich wirklich abgrundtief zu hassen. Nachdem er depressiv und damit auch nicht fähig wurde, seine Arbeit zu vollrichten, hat in der Zwischenzeit Sanak sowie auch einige Adlige seine Aufgabe übernommen, bis zum Kampf zwischen Rhes Tees und dem Hexerkönigreich. Da übernahm er ein allerletztes Mal die Rolle des Königs und des Befehlshabers. Er hat alles dafür gegeben, so viele Menschen zu retten wie möglich, leider allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Während den ersten Tagen des Krieges wurde er allerdings dann schließlich auch von seinem eigenen Sohn geputscht und wurde unter Arrest gestellt, bis er dann in der finalen Phase des Krieges von Renair mithilfe vom Schwert Razor Edge getötet worden ist. Auch wenn er relativ gut Menschen einschätzen konnte, hatte er bis zum Schluss ja nicht die leiseste Ahnung, wer oder was Renair wirklich ist oder was sie vorhatte. So endet das Leben von Ramposa III., der König von Rhes Tees. Doch damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen. Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.